Es war im Juli des letzten Jahres. Es war Bundestagswahlkampf in Deutschland. Christian Lindner präsentierte sich selber als die Idealbesetzung für den Posten des Finanzministers, der mit allen Mitteln neue Schulden verhindern will. Selbstbeschränkung der Politik, ein bisschen so wie Odysseus, der sich, Sie erinnern sich, an den Mast gebunden hat, damit er den Sirenenklängen nicht erliegt. So ähnlich geht es Politikern auch, immer verführt in Wahlkämpfen zusätzliche Dinge zu versprechen. Die Schuldenbremse ist wie bei Odysseus die Bindung an die Solidität und an die Interessen der nächsten Generation. Ein knappes Jahr später, Christian Lindner ist Finanzminister und von Odysseus Standhaftigkeit keine Spur. Alle Versprechen sind gebrochen. Lindner verantwortet die bisher zweithöchste Schuldenaufnahme des Bundes, muss Milliarden bereitstellen für das sogenannte Sondervermögen Bundeswehr. Hinzu kommen neue Schulden für die Entlastung der Bürger, für die Bekämpfung der Inflation. Wir müssen wirklich sehen, dass wir rauskommen aus dieser Verschuldungsarie. Wir müssen klar zurückkommen zur Schuldenbremse und müssen weitere Entlastungen anpeilen, weil wir auch nicht wissen, wie lange das mit der Inflation jetzt noch so weitergeht. Und wir müssen es aber in Zukunft jetzt so machen, dass nicht für jeden Ampelpartner irgendwie was dabei ist. Die FDP, sie setzte den Tankrabatt durch. Doch dieser zeigt bisher wenig Wirkung, die Preise an den Tankstellen kaum gesunken. SPD und Grüne fordern eine Übergewinnsteuer, unter anderem für Mineralölkonzerne, denen der Ukraine-Krieg außergewöhnliche Gewinne gebracht hat. Das ist unanständig und das treibt auch unsere Gesellschaft auseinander. Und genau hier könnte eine Übergewinnsteuer eingreifen. Es ist nicht gerecht und nicht vermittelbar, dass viele Menschen jetzt leiden unter der krassen Inflation und sich einige Konzerne die Taschen vollschlagen. Und da muss sich dann auch die FDP bewegen. Doch eine neue Steuer mit der FDP nicht zu machen. Hektisch, geradezu hilflos agiert die Ampel derzeit. 9-Euro-Ticket, Tankrabatt, Tipps fürs Energiesparen. Die Inflation steigt auf nie dagewesene Höhen. Über 7,3% waren es im März, 8% werden erwartet. Nicht länger abwarten will der Wirtschaftsminister. Er kündigte vor 2 Stunden an, ein Gesetz vorzulegen zur Stärkung des Kartellamtes, um das Abschöpfen von Übergewinnen zu erleichtern. Habeck gegen Lindner. Die Debatte über die Steuer steht da jetzt so im Raum. Aber nun will ich auch nicht warten, solange sie da im Raum steht und mich nicht bewegen. Jetzt habe ich einen Weg aufgezeigt, wie wir das über das Kartellrecht angehen können. Leider, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, gilt das nicht für die Gegenwart. Die Rechte sind noch nicht geschaffen worden. Wir müssen uns an Recht und Gesetz halten. Aber für die Zukunft, sobald wie es geht, machen wir das. Auch von der Opposition gibt es derzeit viele Ideen, wie die eigentliche Ursache der Inflation, die steigenden Energiepreise, bekämpft werden kann. Wir brauchen, wie es ja schon mal vorhanden war, eine staatliche Kontrolle der Energiepreise. Wir brauchen einen Deckel auf die Energiepreise, der staatlich kontrolliert wird. Und natürlich müssen auch die Kernkraftwerke, das darf kein Tabu sein, dass sie wieder angeschaltet werden, dass die Kohlekraftwerke zumindest temporär wieder angeschaltet werden. Man muss das, auch die Gaskraftwerke natürlich, die Regierung will das ja alles abschalten. Vorschläge also gibt es reichlich. Klar ist bisher nur, die weitere Entlastung der Bürger, der Kampf gegen die Inflation wird viel Geld kosten. Ohne neue Schulden dürfte es kaum gehen. Die SPD definiert Schulden daher ganz neu. Schulden sind auch unterlassene Investitionen ins Bildungssystem, in die Gesundheitsversorgung, in die digitale Infrastruktur in Deutschland. Und deswegen sind viele dieser Maßnahmen und Gelder, die wir jetzt in Bewegung setzen, aus unserer Perspektive keine Schulden im engeren Sinne, sondern es ist das Aufholen von unterlassenen Investitionen der letzten Jahrzehnte. Für den Finanzminister dürfte es zunehmend schwieriger werden, seine versprochene Selbstbeschränkung der Politik, die Schuldenbremse, wirklich einzuhalten. Und bei mir ist jetzt der Bundesfinanzminister und FDP-Vorsitzende. Schönen guten Abend, Christian Lindner. Einen schönen guten Abend auch Ihnen. Herr Lindner, wir haben es gerade eben im Beitrag gehört. Herr Habeck geht jetzt voran und macht einen Vorschlag fürs Kartellrecht, verbindet das aber gleichzeitig mit einer Kritik, einer sehr deutlichen Kritik an Ihrer Haltung zur Übergewinnsteuer. Er müsse jetzt voranschreiten, damit man nicht mehr so lange warten muss, bis da die Diskussion beendet ist. Das Kartellrecht ändern, Vorteile abschöpfen können, macht die FDP denn damit? Das ist sogar ein Auftrag, den Herr Habeck bekommen hat. Wir haben ja im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket geschrieben, dass das Kartellamt in die Lage versetzt werden muss,
auch die Märkte zu kontrollieren. Und deshalb schauen wir uns im Einzelnen an, wie das jetzt konkret umgesetzt werden soll. Aber die Richtung stimmt und ich hoffe, dass der Vorschlag dieser sogenannten Übergewinnsteuer damit vom Tisch ist. Denn die würde unser Steuerrecht der Willkür und den politischen Stimmungsschwankungen ausliefern. Das ist für Laien nicht ganz einfach zu verstehen. Übergewinne abschöpfen in Ihrem Bereich, sagen Sie, ist unter anderem willküranfällig. Aber was sehr Ähnliches zu machen, Vorteile abzuschöpfen, und Herr Habeck hat das heute in der Pressekonferenz auch mal, Übergewinne zu machen in seinem Bereich, das finden Sie in Ordnung. Wo ist denn da der Unterschied? Bei dem Steuerrecht haben wir klare Regeln. Es gibt da Gewinne und es gibt keine Über- oder Untergewinne, sondern Gewinne, die in Deutschland übrigens hoch besteuert werden im internationalen Bereich. Im Kartellrecht muss zunächst einmal ja auch der Nachweis geführt werden, dass eine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt wird. Dafür sollen die Hürden jetzt sinken. Deshalb ist das etwas anderes. Und bei dieser Untersuchung wird man ja dann auch feststellen, etwa im Mineralölbereich, wie die Situation da ist. Ich glaube, eines kann man sagen, die Spritpreise wären ohne die Steuersenkung wesentlich höher. Jetzt muss man nur schauen, der gestiegene Weltmarktpreis, der Dollar, der stärker als der Euro ist, die Knappheiten bei den Raffinerien und dann die Gewinnmarge der Mineralölunternehmen. In welchem Verhältnis steht das? Ich habe den Eindruck, dass die Debatte da etwas emotional aufgeladen ist. Sie ist auch so emotional, weil die Menschen sich Sorgen machen, ist mein Eindruck. Das, was Herr Habeck jetzt vorgeschlagen hat, wirkt ja nur langfristig. Die Leute schreiben aber Ihnen auch persönlich auf Social Media, um Ihnen zu beschreiben, dass Ihre Maßnahmen eben nicht da ankommen, wo sie benötigt werden. Wenn Sie schon Schulden machen, gegen die Sie sich so vehement gewehrt haben im Wahlkampf, warum dann nicht so, dass die Menschen, die es brauchen, es auch merken? Es gibt ja Vorschläge, zum Beispiel der IG Metall-Chef, ich darf das mal aufzählen, hat gesagt, einen Gaspreisdeckel bitte. Er sagt, Senkung der Strompreise. Und er sagt, ein Energiegeld bitte auch für Rentner. Was sagen Sie dazu? Zunächst einmal wirken unsere Entlastungsmaßnahmen in der Summe. Eine vierköpfige Familie wird in diesem Jahr um 1.000 Euro entlastet. Das ist noch gar nicht bei den Menschen alles angekommen, ist noch gar nicht im Portemonnaie da. Das heißt, die Menschen sind zu ungeduldig. Das legen Sie mir in den Mund. Ich beschreibe nur, wie die Situation ist. Vierköpfige Familie sind 1.000 Euro. Zum Zweiten, Sie sagen auch in dem Beitrag, wenn Sie schon so viel Schulden machen, es bleibt bei der Schuldenbremse, anders als der Eindruck erweckt worden ist in diesem Beitrag. Ich stehe unverändert zur Schuldenbremse. Und im Jahr 2023, nach den Corona- und kriegsbedingten Ausgaben dieses Jahres, kehren wir wie geplant dahin zurück. Dieses Jahr galt ja noch von der Vorgängerregierung eine beschlossene Ausnahme. Und gestatten Sie die dritte Bemerkung, diese Vorschläge, wir sollen einen Preisdeckel bei Energie machen. Ich halte diese Vorschläge, die von der Linkspartei kommen, für, wie soll ich sagen, etwas sehr provinziell gedacht. Denn wir kaufen unsere Energie auf dem Weltmarkt. Wenn wir versuchen, Preise festzulegen, ist nicht garantiert, dass die Weltmärkte uns beliefern. So leid mir das tut. Zu diesen Maßnahmen sagen Sie nein. Und Sie sagen auch, Schuldenbremse wird nicht aufgeweicht. Was Sie jetzt machen, da lautet die Kritik, ist nicht besonders zielgerichtet. Es gibt den Tankrabatt nur für Autofahrer. Es gibt das 9-Euro-Ticket nur für Bahnfahrer. Es gibt die Energiepauschale nur für Erwerbstätige. Abstufungen nach Bedürftigkeit lehnt die FDP ab. Und das Ergebnis insgesamt, so kommt es bei den Leuten an, ist Entlastung mit der Gießkanne. Als liberaler Finanzminister müssten Sie da doch alles daran setzen, nachzubessern, und zwar zielgerichtet. Ihre Aufzählung ist allerdings auch nicht korrekt. Die Empfänger von Wohngeld erhalten einen Heizkostenzuschuss. Zuschuss für Kinder gibt es 100 Euro zusätzliches Kindergeld in diesem Jahr. Und es gibt eine Einmalzahlung für die Empfänger von Grundsicherung. Also das insofern ist zu knapp bemessen, sagen Sozialverbände. Ja, es sind weit über 30 Milliarden Euro. Und wir kombinieren gezielte, befristete Maßnahmen einerseits, wie beispielsweise die Steuersenkung beim Sprit. Und ich bekenne mich dazu, ich mache auch etwas für Autofahrerinnen und Pendler. Die haben alle anderen nicht im Plan. Mir ist das wichtig. Und auf der anderen Seite die Menschen, die besonders bedürftig sind. Das sind vor allen Dingen Grundsicherungsempfänger. Das sind Menschen mit kleinem Einkommen. Die profitieren ganz besonders von den Maßnahmen, etwa von den 300 Euro Energiepreispauschale. Sie haben es gerade noch mal betont, an der Schuldenbremse wird aus Ihrer Sicht nicht gerüttelt. Den SPD-Generalsekretär haben wir ganz eben gehört, der Schulden ganz neu definiert. Ist das jetzt in der Ampel das nächste Feld, wo ein großer Konflikt auf Sie zukommt, wo Sie sich bei der Bekämpfung der Inflation und der Suche nach den Mitteln nicht einigen können?
Das weiß ich nicht. Der Bundeskanzler hat sich ja in seiner letzten Rede vor dem Deutschen Bundestag zur Schuldenbremse 2023 bekannt. Also insofern muss die SPD vielleicht intern klären, wie sie das sieht. Ich halte mich an den Bundeskanzler und vor allen Dingen an unser Grundgesetz. Und ich mache das aus einem guten Grund. Wir müssen die Inflation bekämpfen. Und eine der wichtigsten Maßnahmen, die der Staat hat, ist, aus den Schulden rauszukommen. Nicht mit Schulden immer neue Subventionen zu zahlen, zum Beispiel für Elektroautos oder auf die gestiegenen Baupreise drauf, weil dadurch treiben wir die Inflation. Wenn man Inflation bekämpfen will, dann muss der Staat sich aus den Schulden befreien. Das ist der Beitrag der Finanzpolitik und den nehme ich sehr ernst. Sagt der Bundesfinanzminister. Herzlichen Dank, Christian Lindner, für das Gespräch. Gerne.